Ja, liebe Filmfreunde, hier ist euer Fäusen 80 mit dem zweiten Marathon-Unboxing-Video von Filmarena. Und ich habe gerade euch eben die Filmarena-Kollektion Nummer 1 vorgestellt von Mission Impossible Rogue Nation. Und jetzt geht es dann gleich im Anschluss weiter mit dieser schönen Edition, eben mit der Edition 2 von Filmarena, ebenfalls von Mission Impossible und auch ein richtig cooles Teil. Ich muss aber gestehen, mir gefällt dieses Motiv hier einfach besser. Aber gut, ist noch ausgepackt. Vielleicht gibt es ein oder andere Bild noch, was richtig geil ausschaut. Aber das werden wir jetzt mal wieder angucken für euch. Und dann könnt ihr entscheiden, auf was für euch eine Edition ihr euch einlassen möchtet. Oder auch auf beide. Ist auch in Ordnung. Ne? Denn es ist auf jeden Fall geil. Ja, wir machen immer auf diese Folie. Na. So, Folie ist eingerissen und was gibt's jetzt? Die Handschuhe wieder, na klar. Zumindest die Kondome Nummer 1 und die Nummer 2. Ja, okay, wir machen weiter. Und dann haben wir hier schon mal das Full Slip und das sieht schon mal so aus. Auch das finde ich jetzt nach ausgepackten richtig geil, denn es hat nämlich hier wieder was Besonderes. Alter Schwede. Es ist nämlich hier eher matt gehalten und auch eher recht grobkörnig, dieses ganze Papier. Leider das Grobkörnige kann ich euch leider nicht so euch zeigen. Das ist nämlich wirklich echt cool. Und es riecht auch, riecht mal, das riecht doch irgendwie anders. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Hier Mission Impossible, seht ihr schon, ist glänzend und Rogue Nation ist auch leicht geprägt, also alles, beide ist leicht geprägt, sehr cool. Die Schrift ist natürlich gleich, wie auch schon bei der Edition 1, richtig klasse. Und hier oben steht auch eben Go Rogue dran. An der Seite ebenfalls am Spine Mission Impossible Rogue Nation in Rot und Weiß, oben das Paramount Logo und unten dann das Blu-ray Disc Logo. Und unten eben die Limitierungsnummer. Ich habe die Nummer 763 von 1000, denn diese Edition ist auf 1000 Stück limitiert und die Nummer 1 ist auf 2000 Stück limitiert. Hinten drauf ist auch cool, eben Tom Cruise, wo er am Flugzeug hängt. Und ihr seht schon, der liebe Tom ist hier als einziger glänzend. Und wenn man hier auch drüber fasst, ist das auch wesentlich ein bisschen erhaben. Also echt schönes Teil, sehr schönes Teil. Und es hat noch einen komplett anderen Inhalt auch wie die Edition 1. So, wir machen jetzt erstmal mal wieder weiter mit der Limitierungskarte. Die sieht so aus. Wie gesagt, das Bild ist das identisch wie das vom Full Slip. Und die Limitierungskarte ist auch ähnlich wie das von der Edition 1. Bis natürlich auch auf die Limitierungsnummer. Denn 763 von 1000 Stück. Und die Rückseite, wie ihr hier seht, ist auch ein anderes Motiv. Sehr cool. Also nicht so wie von der Edition 1. Ja, wir machen die Klinge wieder drauf. Aber wie gesagt, es gibt etwas zu bemängeln. Die Prägung fehlt wieder. Aber ich hebe mich nochmal auf. Nein. Ich bin total tief entspannt. Ja, gut. Wir machen weiter. Und schütteln mal das E-Book raus hier. Also, sehr stark, sehr stark. So, gut. Wir haben jetzt hier den leeren Fullslip. Und ich habe jetzt hier mal alles raus. Entschuldigung, ich habe jetzt die Kamera gestellt. So, dann haben wir hier ein Briefkuvert mit Mission Impossible, steht drauf, Rogue Nation. Hinten drauf kann man es öffnen. Und wir werden es einfach auch einfach mal tun. Aber dazu kann man auch noch so aufklappen, sehr stark. Und dann kann man auch die ganze Nummer rausnehmen, die Bilder. Und ich ziehe jetzt mal kurz die Handschuhe aus, denn es schützt doch ein bisschen. Und dann haben wir hier Mission Impossible 1 als große Postkarte. So sieht es aus. Sehr stark. Ist ein bisschen kleiner wie DIN A5, finde ich. Aber sehr cool,
Und natürlich auch hinten drauf Rogue Nation wieder geschrieben. Sehr geil, sehr geil. Dann haben wir hier Tom Cruise Mission Impossible 2. Auch sehr stark. Hinten ist natürlich alles gleich drauf. Dann haben wir hier Mission Impossible 3. Hier haben wir dann Mission Impossible 4 Ghost Patrol. Und hier zum Schluss Men in Black. Mission Impossible 5, eben das bekannte Bild, was auch schon bei der Film Collection Nummer 1 drauf war. Und sehr schöne Bilder, auch sehr scharf und natürlich auch nicht unbedingt jetzt so wappelig, sondern sehr, sehr richtig schönes Papier, wo leicht nicht so leicht knicken kann. Ja, wie gesagt, das ist auch ganz cool, diese Haltung oder zumindest das Behältnis für diese Postkarten. Echt stark. Aber das brauche ich später wieder zusammen, weil das dauert ein bisschen länger. Ja, und jetzt haben wir hier wieder so ein 3D-Poster, wie auch schon das andere. Und ihr seht ja auch eben das Logo von IM5. IM5 ist hier wieder ein bisschen rausgestanzt. Und wenn man hier drüber langt, oder wenn man hier so sieht, ist das auch erhaben alles. Auch Mission Impossible ist erhaben. Richtig cool, richtig stark. Und schaut wirklich sehr cool aus. Ich lasse es eingepackt, wie gesagt, das ist nur ein Poster ist mit dabei und das muss man nicht unbedingt auspacken. Ja, und dann haben wir hier noch ein Lendi Collar, so aus wie ein Bierfilzchen von der Größe her. Und hier ist auch ein Lendi Collar zu sehen. Und wenn man das hier mal bewegt, erkennen wir hier nur den Tom Cruise. Und wenn man das nach oben bewegt, dann verwandelt es sich zu dem Logo, weil es auch bei wem gibt es auch? Bei Sky auch gibt, ne? Das ist Steelbook, genau. Sehr cool. Und hinten drauf eben IM5, das Logo nochmal. Sehr, sehr stark. Ja, und dann kommen wir noch zu dem Lendi Collar und zu dem Steelbook. So sieht das Lendi Collar aus. Ich packe es mal wieder aus. Eieieiei. So ist das Lendi Collar und leider ist hier nicht wirklich viel Effekt drin. Das finde ich etwas schade, aber das Motiv finde ich trotzdem sehr cool gemacht. Aber leider ist hier ein 3D-Effekt nicht wirklich zu erkennen. Finde ich etwas schade, muss ich echt gestehen. Denn ihr seht schon, es ist wirklich nicht viel eine Änderung zu erkennen. Ja, das Steelbook ist identisch auch zur Version 1. Deswegen selber der Böse ist eingepackt und ich zeige jetzt einfach nochmal das von der Edition 1 nochmal. Das sieht nämlich so aus und dazu packe ich nochmal schnell meine Handschuhe aus und ziehe die mir nochmal drüber. Denn wie gesagt, das ist eingepackt, weil wirklich identisch ist wie auch das von der von Edition 1. Und eben hier nochmal, das sieht so aus. Wie gesagt, hier ist das Flugzeug hier wieder sehr glänzend, wie ihr hier seht. Tom Cruise hängt an der Tür dran. Mission Impossible ist natürlich hier wieder geprägt. Rogue Nation nicht. Das Bein oben, Mission Impossible in Rot und Rogue Nation in Weiß. Und hinten drauf eben die fünf schönen Charakterkarten oder Charakterbilder. Innen drin ist auch hier die Disc nur in Weiß gehalten und natürlich auch so, das finde ich wirklich sehr schwach, muss ich ganz echt zugeben. Also da hätten wir ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Aufdruck. Dann haben wir da rein, halt, Quatsch, schon nett. Und dann haben wir hier dann noch eben den Innendruck und der schaut da richtig cool aus. Ne? Denn es ist einfach, es wird sehr schön. Aber gut, wie gesagt, es ist auch dasselbe wie auch schon vom Mediamarkt. Von daher ist es nicht so dramatisch. Ja, das war es eigentlich schon von Mission Impossible, der Filmarena 2 Collection. Hier das Full Slip schaut auch richtig stark aus, ist hier eben abgehalten. Das von der ersten Edition ist eher glänzend und es macht auf jeden Fall sich echt cool in der Sammlung, echt wahr. Und wer natürlich jetzt hier zuschlagen möchte, der schaut auf jeden Fall bei Megastore Palast vorbei und kauft sich dort diese schönen Editionen
oder eben je nachdem, was ihr gerne haben möchtet, hat auch welche auf Lager, das weiß ich. Und denkt dann, am 29.02. kommt auch ein Komplett-Boxset raus mit allen beiden Fullslips und noch Wahlinhalt. Und das, nee, am 29.02. das kommt im März, glaube ich, raus. 29.02. kommen andere Editionen raus noch, ja. Und da sind nämlich eben alle beide Fullslips drin. Nennt sich Film Collection Maniacs von Filmarena und auch richtig geil. Und die möchte ich auch noch haben, ist klar. Ja, das war's von mir von diesem Unboxing-Marathon Nummer 2. Morgen geht's dann gleich weiter mit den nächsten Filmarena-Kollektionen. Könnt euch schon mal drauf freuen. Denn da zeige ich euch mal Editionen, die schon seit langer Zeit angekündigt waren und jetzt endlich erhältlich sind. Juhu! Und viel Spaß noch auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!